Was machen die Aktienmärkte wieder Spaß? Denn Gründe für Optimismus gibt es an den Aktienmärkten immer. Jeden Tag ein neuer und diese Gründe, die wollen wir uns jetzt anschauen. Denn heute ist Dienstag, nicht Montag. Montag ist eigentlich Impfstoffoptimismus, wie Sven Henrik hier richtig zeigt. Vaccine-Optimism. Normalerweise ist dann Dienstag Stimulus-Optimismus. Aber wir hatten gestern ja schon irgendwie Stimulus-Optimismus, aber wir haben heute Impfstoff-Optimismus, wie wir gleich sehen werden. Normalerweise ist dann Mittwoch Fed-Optimismus angesagt, am Donnerstag ist dann Optimismus angesagt, weil wir sehr viele Arbeitslose haben, was dann wiederum bei den Erstanträgen, was dann wiederum dazu führt, dass die Fed noch mehr Stimulus machen muss. Also Mittwoch und Donnerstag hängen eng zusammen und Freitag haben wir dann den Freitags-Optimismus, weil Freitag eben ist. Das reicht ja auch wohl hinreichend für jede Menge Optimismus. Heute haben wir allerdings Vaccine-Optimismus, Impfstoff-Optimismus, denn hier eigentlich hatten wir doch schon Montag vor einer Woche, da gab es doch dieses Moderna-Impfstoff-Optimismus-Rally-Situationsgeschehen. Jedenfalls sehen wir, dass wir heute wieder eine Impfstoff-Rally haben, vielleicht weil in den USA gestern Feiertag war, haben die das irgendwie verwechselt, weil normalerweise ist Montag Optimismus in Sachen Impfstoff und nicht Dienstag. Aber wie gesagt, vielleicht einfach dadurch, dass gestern Feiertag war, hier hat Novavax ein Mittel jetzt, das man beginnt in der klinischen Phase 1 auszuprobieren. Da ist auch etwas dabei von ganz, ganz seltenen Bäumen in Chile. Ein sogenanntes Adjuvant. Ich würde vorschlagen, schaut mal nach Sri Lanka. Da gibt es auch sehr seltene Bäume. Da könnte das eine oder andere gegen das Coronavirus ja drin sein. Gestern hatten wir Optimismus in Sachen Staatsrettung. Lufthansa wurde gerettet. Das ist schick. Und dann hat man gesagt, ja, wir werden also kleineren Unternehmen massiv helfen, wie auch immer, ob als Kredit. Und das macht für ein kleines Unternehmen ja vielleicht den einen oder anderen Unterschied, könnte man denken. Oder als Schenkung. Also da war jede Menge Optimismus dabei. Und das, obwohl die Situation zwischen den USA und China jetzt nicht besser wird. Die Chinesen haben gesagt, wir lassen uns das nicht gefallen, so ungefähr. Also das ist so ein Schlagabtausch. Jetzt überlegt man, dass diese Firmen, die in US oder an US-Börsen degelistet werden sollen, so muss es heißen, vor lauter Optimismus habe ich schon Wortfindungsschwierigkeiten jedenfalls, da sollen diese chinesischen Firmen dann woanders gelistet werden an den Börsen, zum Beispiel in Hongkong, da ist ja momentan auch sehr günstig die Situation, und im Shanghai, so heißt es, wir haben neue Aussagen der sogenannten Batwoman, das ist diese Frau, die Top-Virologin aus China, die so ein bisschen im Verdacht stand, dass möglicherweise da etwas schiefgegangen ist bei ihren Experimenten. Diese Dame war nämlich in Winnipeg und wurde dann plötzlich und formlos schnell entlassen. Vermutung, dass sie da ein paar Dinge hat mitgehen lassen, aber das sind natürlich Gerüchte. Jedenfalls sagt die, das ist die Spitze des Eisbergs, was wir hier sehen mit dem Coronavirus. Das könnte sozusagen noch andere Viren geben, und in Sachen Optimismus sind wir jetzt etwas weniger optimistisch für den größten, für das größte Flugzeug, für die größte Fluglinie Südamerikas. Die hat nämlich jetzt in New York Insolvenz beantragt, aber das stört unseren Optimismus eher nicht. Wir sehen hier auch optimistische Situationen in Sachen Welthandel. Das zeigt noch relativ deutlich nach unten und wird wohl auch nicht so wahnsinnig viel besser, so heißt es. Wir sehen, dass wir immer wieder so Frontloadings-Prozesse haben, also wo es ein bisschen nach oben geht und dann wieder nach unten geht. Wir haben dann die Situation, dass die Verschuldung natürlich massiv steigt durch diese ganzen Stimulus-Geschichten. Aber dieser Stimulus rechtfertigt ja Optimismus. Insofern ist Verschuldung eigentlich, naja, eine Quantité negligible. Kann man so ein bisschen vernachlässigen. Wir brauchen ja uns darüber keine Gedanken machen, dass zum Beispiel je mehr Schulden da sind, umso geringer das zukünftige Wachstum ist, weil ich habe in Schulden nur eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich zahle die gar nicht, aber dann habe ich vielleicht auch ein Problem wegen der Kreditwürdigkeit. Oder ich bezahle sie und dann kann ich mit diesen Schulden, die ich da bezahle, eben nicht andere Dinge, die produktiv sind, finanzieren. Das ist ein kleines Problem, über das wir uns dann morgen Gedanken machen. Also nicht heute, weil heute ist Optimismus. Und wir sehen dann, dass die Zinsen jetzt global gesehen im negativen Bereich sind, ganz, ganz knapp. Und wir sehen, dass wir jetzt einen leichten Anstieg der Verschuldung haben in Relation
zum BIP und das liegt deutlich über minus 10%. Das heißt Maastricht mit minus 3 oder sowas. Was war das nochmal? War auch irgendwie aus einer anderen Zeit noch. Das ist derzeit leicht überschritten. Aber gleichwohl herrschte Optimismus und das bei absolut an den Märkten zurückgehenden Volumen. Hier sehen wir, wie stark hier die Märkte nach unten kommen. Und beziehungsweise das Volumen nach unten kommt, die Märkte sind ja gestiegen, wie Sie gesehen haben. Wir sehen, dass gleichzeitig die Zahl der Trades in den USA massiv steigt. Das sind Leute, die langweilen sich zu Hause, sind im Homeoffice und öffnen dann mal ein Konto bei E-Trade, TD Ameritrade und woanders. Und dann haben wir noch ein Rekordvolumen, was diese Trader an ETFs gehalten haben, gekauft haben, Index-ETFs wie den Spider, wie den Triple Q, das ist das maßgebliche Nasdaq-ETF. Und hier sehen wir, dass auch gerade im Optionsbereich das Volumen massiv nach oben geht. Also, das ist doch mal ein Grund für Optimismus. Wir haben zurückgehendes Volumen, wir haben eine starke Beteiligung der Privatinvestoren in den USA. Das ist ein gutes Zeichen. Und wir haben heute eigentlich Impfstoffoptimismus, obwohl Dienstag ist. Normalerweise ist Montag Impfstoffoptimismus. Vielleicht muss man da das eine oder andere nochmal gerade biegen. Schauen wir uns mal kurz an, was das in den Charts ausmacht. Und ich verändere meine Position. Vorhin bin ich mal kurz hierher geglitten. Vielleicht sehen Sie es. Wir sind über der 3000er Marke beim S&P 500. Die Charts, meine Damen und Herren. Raten Sie mal, von wem die sind. Ich löse es vielleicht nachher auf, wenn Sie Glück haben. Wir haben dann den DAX 3014 S&P 500. Wir haben den DAX bei 11.500. Ja, es geht nach oben. Viel Optimismus. Wir haben Gold. Wir sehen, da ist natürlich dieser Pessimismus auch eingepreist. 1.730, also der Pessimismus in Sachen allem, was nicht mit Aktien zu tun hat. Und wir sehen Euro-Dollar bei 1,0922 und noch ein kurzer Blick auf Crude Oil. Da sind wir bei 34,53 $. Also Optimismus und wir haben jede Menge Gründe für Optimismus, weil es ist entweder Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag. Und wenn uns kein Grund einfällt, dann ist eben einfach Freitagsoptimismus oder Dienstagsoptimismus. Was soll's? Also ich meine, solange die Notenbanken kaufen, wollen wir doch alle dabei sein, oder? Das ist doch das, was zählt. Servus und ciao.